Im Bundesland Salzburg kann man tagelang in hügeliger Landschaft wandern. Denn Bewegung tut gut, genauso wie die gesunde Bergluft. Und die Kombination aus beiden ist einfach unschlagbar. Am Mittwoch wurde in der Oval Hall im Museumsquartier das neue Krone Reisezeitmagazin präsentiert. Mit dem Fokus auf Salzburg und den vielfältigen Aktivitäten in den Bergen. Auf 100 Seiten wird der Leser auf einen Streifzug durch ein Outdoor-Paradies geführt. Egal, ob man aktiver Sportler ist oder einfach nur die Erholung in der Natur sucht. Das Magazin hält für jeden Tipps parat. Doch was ist das Besondere an der neuen Ausgabe? Also das Besondere ist, dass es 20 Highlight-Geschichten geworden sind, die jede für sich das Salzburger Land in einer sehr spannenden, abwechslungsreichen und tiefgehenden Form präsentieren. Und hier durchzublättern ist wirklich ein Überblick über das Salzburger Land mit den stärksten Themen, die wir haben, aber auch mit Themen, die man nicht vielleicht vermutet, dass sie im Salzburger Land sind. Aber auch Felix Gottwald als unser Top-Sportler, der Tipps gibt, wo man wirklich, wenn man einen Artikel liest, gleich 3, 4 Dinge selber umsetzen kann. Also das Magazin ist so gelungen, ich bin so begeistert und ich denke, unsere Kunden werden es auch sein. Und was ist der Grund dafür, dass es in der neuen Ausgabe nur um Salzburg geht? Es zeichnet Salzburgland-Tourismus aus, weil die Initiative kam von Salzburgland-Tourismus und das erste Magazin war anlässlich 100 Jahre Stille Nacht. Das hat so gut funktioniert, hat so einen großen Erfolg Salzburgland-Tourismus gebracht, dass die entschieden haben, wir machen das jährlich in dieser Ausgabe. Und natürlich spielt mit, dass Salzburg sehr erfolgreich ist, der Tourismus sehr erfolgreich ist und damit gibt es auch entsprechende Budgets, damit man das gut umsetzen kann. Winterurlaub in Österreich ist in der ersten Hälfte der Saison 2022-2023 von November bis Jänner fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Wie lautet nun das Fazit zum diesjährigen Wintertourismus und was kann man sich vom diesjährigen Sommertourismus erwarten? Also dieser Winter war sehr erfolgreich. Wir sind zwar bei den Nächtigungen noch etwas hinter dem letzten Winter 2019-2020, der aber ein sehr guter war. Aber umsatzmäßig sind wir ziemlich sicher wahrscheinlich drüber, weil wir ja leider für einige doch auch gestiegene Preise hatten aufgrund der Teuerung. Den Sommer, wir denken, dass der Sommer ein besonders erfolgreicher wird dieses Jahr, weil einfach alle sich mit viel Freude und mit viel Engagement um die gesamte Sommerangebotsentwicklung gekümmert haben. Und dieses Magazin ist das perfekte Beispiel dafür. Das stimmt. Es geht ja in dem Magazin vor allem um Salzburg. Was verbinden Sie vielleicht persönlich mit Salzburg und gehen Sie auch gern wandern? Also ich persönlich bin lieber mit dem Fahrrad unterwegs als zu Fuß. Aber Salzburg ist für mich eines unserer ganz, ganz touristisch starken Bundesländer mit einer prachtvollen Naturkulisse, mit wirklich viel Kulturangebot neben dem Kulturangebot von der Stadt Salzburg. Und die alpine Küche ist einfach hervorragend. Und was ist für Felix Gottwald als gebürtiger Salzburger nun das Besondere an Salzburg? Ja, das Besondere an Salzburg ist wahrscheinlich das Herzblut und die Natürlichkeit. Und das kommt schon im Magazin auch gut um mich, also diese Vielfalt da. Und ich sage, als gebürtiger Salzburger fährt man immer gern weg. Aber das Schönste am Wegfahren ist dann schon wieder das Heimkommen. Und da, wo halt andere Leute Urlaub machen, dürfen wir wohnen, sind wir aufgewachsen. Und darum ist eine Reise nach Salzburg und ein Aufenthalt in Salzburg natürlich schon immer was Besonderes. Und das sollte auch so bleiben. Also ich glaube, es sollte auch nie normal werden, dass man in so einem Juwel leben darf. Und ja, das weiß ich immer noch zu schätzen. Ob Kulinarik, Wanderwege oder grandiose Salzburger Natur, im neuen Krone-Magazin ist sicher für jeden Urlauber das Passende dabei. Und vielleicht inspiriert es ja doch den einen oder anderen, mal wieder Urlaub im eigenen Land zu machen.